Moin, ich bin der Arne, recht herzlich willkommen zu diesem Video. Das Thema mit altes Blech ist noch lange nicht durch. Im Übrigen, ich sehe nicht immer so aus, aber Mitte Oktober, es fühlt sich an wie 20 Grad minus draußen und es ist ein ekelhaftes Mistwetter auf Deutsch zu sagen. Und das nächste, wenn ich hier mit Pinsel und Farbe rummache, ich habe mir schon so oft wirklich gute Klamotten versaut und die Farbe, die kriegt man nur mit der Schere wieder raus. Deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie geht es weiter mit altes Blech? Der Sven hat mir gleich nach der Abreise noch was mitgegeben, was ich machen soll. Und das mache ich natürlich auch für ihn. Und zwar für seine Gorilla hat er mir den Tank mitgegeben. Die Gorilla ist ein kleines Pocketbike, 125 Kubik. Schaut euch das mal selber an bei ihm auf dem Kanal. Das ist ein ziemlich witziges Moped und ich werde ihm diesen Tank veredeln. Aber ich werde ihn mal schön hinters Licht führen. Weil hier kommt was drauf, womit er mit Sicherheit nicht rechnet. Und ich werde das Ganze, weil das auch so ein Minibike ist, ja, das ist, wie sieht aus wie ein Kinderspielzeug, das Ding. Da werde ich das ganze Teil hier, auch die Malerei, mal schön verhonigpiepeln. Also, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Im schlimmsten Fall schickt er mir das Ding zurück. Ich muss es abschleifen und neu lackieren. Dann ist es eben so. Aber den Spaß, den gönne ich mir jetzt. Also, seid gespannt. Hier kommt richtig was Affengeiles drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Affengeil. Ne? Gorilla halt. Ja, der dauert vielleicht 10 Sekunden. Macht nichts. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wenn der das Ding auspackt. Der fällt wahrscheinlich komplett um und denkt, der Hübner, der hat komplett einen an der Waffel. Den muss ich jetzt schlagen oder so. Macht's gut. Bis gleich. So, die Zeit des Quatschen ist komplett vorbei. Die erste Farbe ist drauf. Es gibt kein Zurück mehr. Das wird jetzt so konsequent durchgezogen. Ich bin echt gespannt, wenn der das Ding auspackt. Ich weiß, bei der Aufnahme ist der Ton nicht besonders gut, aber ich habe jetzt keine Lust hochzurennen und alles zu holen für das Audio-Equipment. Kurzer Zwischenstand. Ich glaube, das wird. Das könnte echt mal was werden. Und nach wie vor, ich frage mich, wenn der das auspackt, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. So, für mich war es das heute. Ich habe jetzt ungefähr 4 Stunden Malerei hinter mir, auch wenn man es noch nicht sieht. Auf jeden Fall, jetzt muss die Farbe erstmal trocknen, damit ich morgen weitermachen kann mit den ganzen Details und ich muss noch Licht und Schatten machen. Aber das ist schon mal geil. Richtig Arbeit wird noch das Fell, aber der kommt schon ziemlich gut, finde ich. Also morgen geht's weiter.
Ja, meine Freunde, der Custom Art. Auch das ist eine Aufgabe eines Pinstripers. Du wirst sicher denken, das gehört doch nicht zum Pinstripen dazu. Doch, zum Pinstripen gehört eine ganze Menge dazu. Es geht nicht reinweg nur um Linien. Das denken immer viele. Es geht auch darum, kreativ zu werden. Dazu gehört, irgendwas im Comic-Style zu malen. Teilweise auch wirklich zu malen, je nach Kundenwunsch. Und es geht auch weiter mit dem sogenannten Lettering, also Schriften machen. Blattgold gehört dazu. Schlagmetall gehört dazu. Also es gibt eine große Facette, was alles in diesen Oberbegriff Pinstriping reinfällt. In Deutschland ist es nicht so bekannt, weil wir leben diese Custom-Kultur nicht so wie in Amerika. Aber auch das, was ihr hier gesehen habt, gehört alles dazu. Nach wie vor bin ich gespannt, was der Sven sagt, wenn er die Kiste aufmacht und ihn die Fratze da anlacht. Das ist mal wieder Geschmackssache, völlig klar. Sieht aus wie ein Sticker, in dem Fall sollte es auch so aussehen. Die ganze Malerei hat mich so grob 7 Stunden, also einen Arbeitstag kann man sagen, ungefähr gekostet. Davon waren so 5,5 Stunden circa, nur wirklich die Flächen auszumalen erstmal. Und dann kamen noch so circa 2,5 bis 3 Stunden dazu, um die ganzen Feinheiten, Lichter, Schatten, Pünktchen hier und ein Tupfer da und nochmal Farbe anmischen und noch einen kleinen Tacken dunkler und einen kleinen Tacken heller. Das raubt eben die Zeit. Da tritt wieder diese 80-20-Regelung in Kraft. Ich brauche 80% der Zeit fast, um 20% des Bildes fertigzustellen. Das kann man sich so ungefähr merken. Also um detailgetreuer das Ganze wird, umso mehr Zeit braucht man hinten raus. Wenn man es sehr plakativ macht, dann geht es relativ schnell. Aber so Feinheiten, die haben es dann eben in sich. Das war's auch schon wieder von meiner Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Immer schön kreativ bleiben, immer locker durch Schlüpfer atmen, tief Luft holen, gerade in der Corona-Zeit. Alles wird gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Kreativität, Bastelei, whatever. Macht es gut und tschüss.